Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Channel von Aller Games. Heute mit einem neuen Format, genannt das Duell. Beim Duell werden wir uns immer zwei Spieler gegenüber anschauen, welche sich in gewisser Weise ähneln, werden bei jedem Spiel die Komponenten kurz durchgehen, einen kurzen Regelüberblick geben, um dann festzustellen, welches von den beiden Spielen am besten geeignet für einen Kauf ist. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier schon zwei Spiele hingestellt. Das wird unsere erste Folge sein, mit den Spielen Marco Polo auf der einen Seite und Coimbra auf der anderen Seite. Schauen wir uns als allererstes Marco Polo an, was es da denn so zu bieten gibt. So, da haben wir das schöne Spiel. Name auf den Spuren, das lässt man öfter mal weg, von Marco Polo. Im Original The Voyages of Marco Polo. Von Simone Luciani und Daniele Taschini aus dem Jahr 2015. Das ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren und es dauert circa 20 bis 25 Minuten pro Spieler. Ja, dann ist es so, im Deutschen beim Hans-Glück Verlag erschienen. Die Erweiterungen, die jetzt hier auch schon mit drin sind, hier könnt ihr eine davon sehen, Agenten von Venedig. Ansonsten gibt es noch die Erweiterung, die neuen Charaktere und die Geheimwege. Das Ganze ist ein Dice Roll. Dort sehen wir die Würfel. Und diese Würfel setzen wir dann an verschiedenen Orten ein. Zum Beispiel hier auf dem Markt. Das Ganze ist jetzt einfach mal mit den Ressourcen hier hingelegt, um es euch einfach mal zu zeigen. Dann ist es so, dort oben sehen wir die Karte, wo dann die Charaktere, meistens zumindest von Venedig, dort oben links nach Beijing, dort oben rechts wandern und unterwegs diese kleinen Häuser auf die verschiedenen Stationen legen. Und das sieht dann so aus. Der erste, der dorthin kommt, bekommt dieses Sonderplättchen, in diesem Fall 3 Münzen. Und dann baut man dort sein Häuschen hin. Und kann ab sofort auch die Aktion dort in dieser Stadt nutzen. Bei diesem Würfel zum Beispiel 2 Pfeffer gegen 2 Siegpunkte tauschen. Dann ist es so, in den Kleinstädten, hier in diesem Fall zum Beispiel in Kochi, bekommen wir jede Runde Einkommen. Das ist auch wichtig, um die Aufträge zu kaufen und auszuführen, die dort unten liegen. Denn die Siegpunkte gibt es am Ende oben drauf. Nein, nicht am Ende, gibt es zwischendurch oben drauf, genau. Wie ihr seht, einmal außenrum die gute Kramerleiste, wo die Siegpunkte getrackt werden. Ja, dazu kann man noch sagen, die Komponenten, die wir hier sehen, Gold, Kamele, Pfeffer und Seide war das, glaube ich, sind auf jeden Fall schön. Es sind Holzwürfel, die ich sehr gerne mag und sie passen auch auf jeden Fall zum Thema. Dann ist es so, dass das Einsetzen der Würfel den Gegenspielern die Aktion nicht verbaut, sondern das Ganze wird teurer für die Gegner. Sie müssen dann Geld zahlen, um ihre Würfel dort einzusetzen. Wir haben am Anfang am Spiel eine Auswahl von Charakteren. Da habe ich mal ein paar als Auswahl drin, was das Ganze auch für die Spielerfähigkeiten variabel macht. Das ist nur ein Teil. Es gibt einige mehr an Charakteren. Ja, und dazu kann man sagen, das ist Marco Polo im Schnelldurchlauf. So, hier haben wir unseren zweiten Kämpfer, Coimbra von Virginio Gigli und Flamina Brasini. Ist erschienen bei Eggert-Spiele bzw. Pegasus. Ein Spiel ebenfalls für 2 bis 4 Personen ab 14 Jahren. Und das Ganze dauert circa 75 bis 120 Minuten. Dann geben wir auch hier einmal kurz das Material durch. Hier ist der Spielplan. Man kann sehen, ist schon um einiges kleiner als bei Marco Polo. Das Ganze ist ebenfalls mit Würfeln. Nur sind diese Würfel für alle Spieler zur Verfügung. Man sieht, es gibt verschiedene Farben. Die verschiedenen Farben sind wichtig für das Einkommen, was hier hinten getrackt wird. Es gibt in diesem Spiel nämlich keine Ressourcen. Es wird alles über dieses Spielertableau getrackt. Es ist so, dass es 2 in Anführungszeichen Ressourcen gibt. Einmal hier die Wachen der Stadt und einmal Goldmünzen. Und es ist so, dass die Zahl des Würfels vorgibt, wie hoch die Kosten
von den Karten sind, die wir uns kaufen. Nämlich hier werden verschiedene Karten angelegt. Und zwar diese Karten hier. Es gibt verschiedene Farben. Gelb sind die Händler, lila sind die Geistlichen. Und dann haben wir noch, hoppala, haben wir in Grün noch die Gelehrten. Und da ist es so, dass man dort verschiedene Karten sich kauft, das Ganze als Set Collection macht. Ja, und dann ist es so, dass man dort auf der Karte mit seinem Mönch herumreist. Obwohl, es ist, glaube ich, kein Mönch. Also, es ist auf jeden Fall so, dass es Kloster sein sollen, die dort auslegen. Markierung 1, 2 und auch 3. Ich habe hier mal welche zum Beispiel hingelegt. Und wenn man diese Klöster besucht, bekommt man verschiedene Boni. Außerdem bekommt man hier unten am Ende des Spiels, wenn man diese finanziert, durch Aufträge Siegpunkte. Es ist auf jeden Fall so, dass man verschiedene Siegpunktmöglichkeiten hat. Ich habe es nämlich das letzte Spiel so gemacht, dass ich mit meinem Arbeiter ganz viel rumgereist bin und deswegen ganz viele Punkte bekommen habe. Man kann hier hinten durch das Einkommen auch bei Grün jede Runde Siegpunkte bekommen, wenn man die grünen Würfel nimmt. Dadurch nimmt man den anderen Spieler dann sozusagen etwas weg. Ja, die Vielfalt der Würfel, die man hier hat, ist leider nicht so groß. Bedeutet, man benutzt die Würfel wirklich nur, um sich die Leute zu kaufen und dann die Farben jeweils, um das Einkommen zu bekommen. Ja, das ist auf jeden Fall. Hier kann ich noch mal kurz zeigen, wenn man sich einen Würfel nimmt, packen wir die hier rein und kann diese dann hier einsetzen, um sich eine Karte zu kaufen, die in dieser Reihe liegt. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil das würde zu lange dauern. Soll ja nur ein Überblick sein über Coimbra. So, nachdem wir uns jetzt beide Spiele einmal genau kurz angeguckt haben, muss man dazu sagen, die Regeln sind von beiden Spielen ein bisschen komplexer. Also es sind, ich würde mal sagen, gehobene Spiele in der Kategorie schon. Thematisch ist Marco Polo interessanter als Coimbra, weil es bietet mehr. Man kennt Marco Polo vom Namen her. Coimbra ist in Anführungszeichen nur eine Stadt in Portugal, für die, die es noch nicht wussten. Wussten wir vorher auch nicht. Aber ich würde sagen, ganz knappes Rennen, aber Coimbra hat es geschafft. Coimbra hat dieses Duell gewonnen. Schaut gerne auf unserem YouTube-Channel die anderen Videos an, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Lasst ein Like da, gerne abonnieren und sagt mir doch mal in den Kommentaren, welches ihr von den beiden besser findet. Und für ansonstige Verbesserungsvorschläge bin ich immer zu haben. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.